Sieh mal, du lebst noch. Es geht mir auch ganz gut. Also, wenn ich mal davon absehe, dass du mir gefehlt hast. Hm? Du hättest nur früher zurückzukommen brauchen. Oh. 8 Tage DDR. Das kannst du dir nicht vorstellen. Meinem Vater geht es gar nicht gut. Und mein kleiner Bruder, nachdem er schon zur Nationalen Volksarmee gegangen ist, ist er jetzt auch noch in die SED eingetreten. Parteigenosse Hans ist mein Brüderchen geworden. Warum nervt dich das so? Hierzulande ist doch auch jeder so und so vielte Bürger Mitglied einer Partei. Andreas, du kennst meinen Bruder nicht. Nicht, dass er sich zum 150-prozentigen Systemanhänger entwickeln könnte, regt mich auf. Oder vielleicht zum politischen Feind seiner Schwester werden könnte, das glaube ich nicht. Aber weil er da in etwas hineinschlittert, was er eigentlich überhaupt nicht überblickt. Was er vor allem gar nicht will, verstehst du? Er ist ziemlich labil und sehr leicht beeinflussbar. Aber wenn er so eine Schwägnatur hätte, dann könnte er sich ja mit List und Tücke durch alles durchmogeln. Aber dazu ist er viel zu naiv. Müdigkeit und ein leerer Magen machen pessimistisch. Ich glaube, ich mache dir erstmal was Ordentliches zur Stärkung. Willst du? Danke, nicht nötig. Ich habe schon irgendwo auf der Autobahn was ganz Köstliches gegessen. Aber ich würde mich ganz gerne ein bisschen erfrischen und mir was anderes anziehen, wenn du nichts dagegen hast. Wenn du nichts dagegen hast, mache ich mir ein bisschen was zu essen. Du bist der Herr im Haus. Ich werde dich gelegentlich daran erinnern. Sag mal, ist das dein Ernst, dass ich hier der Herr im Haus bin? Ach, du, deine Scherze und auch deine Musik gehen mir heute gelinde gesagt etwas auf die Nerven. Ich habe übrigens noch eine ganze Menge andere Dinge drüben in Erfahrung gebracht. Über Verwandte, Nachbarn und deren Arbeitskollegen. Deine Reporterleidenschaft wird diese deprimierenden Eindrücke sicherlich in einen glänzend geschriebenen kritischen Zeitungsartikel verwandeln. Dann bist du es los. Also schreib ihn dir von der Seele, lass mich in Ruhe. Aber findest du nicht, dass darüber schon genug geschrieben und gesagt worden ist? Das macht einen ziemlichen Unterschied aus, mein Lieber, ob man eine Sache aus der Distanz betrachtet und beurteilt oder ob man damit Tuchfühlung genommen hat. Wir wissen zwar eine ganze Menge aus der großen offiziellen Schlagzeilenpolitik, aber die vielen kleinen stummen Fische, die überhören wir nur sehr gern. Ich wusste schon immer, dass du deinen Nächsten mehr liebst als dich selbst. Sieh mich an. Also zumindest solltest du in deiner buddhahaften Abgeklärtheit anerkennen, dass ich dem Ganzen nicht so gleichgültig gegenüberstehen kann wie du. Du kannst jeden Tag deinen Geburtsschein dafür küssen, dass da Hannover als Geburtsort drinsteht und nicht Jena wie bei mir. Anna, du hast die DDR mit 13 oder 14 verlassen, bist also schon als Kind geflüchtet. Was kann da Jena noch für dich bedeuten? Ich finde das reichlich sentimental. Du, ob das glaubst oder nicht, aber es verfolgt einen. Herr Bundesbürger Andreas mit dem Freiheitspass in Grün. Gut. Zugegeben, ich darf mir erlauben, da etwas dickfälliger zu sein und noch immer einen gesunden Appetit zu haben. Sag mal, du musst doch schon 5 Tage zurück sein. Bei wem warst du die 5 Tage? Kenn ich ihn. Ich kann auch gleich wieder gehen. Oh, pardon. Ich wollte keinerlei Besitzrechte anmelden. Auch das gehört zu unserer demokratischen Freiheit. Und meine Gastfreundschaft ist genauso groß wie meine Neugier. Jedenfalls, soweit es dich betrifft. Interessiert es dich wirklich, Andreas? Ich merke doch, dass du es loswerden musst. Also, ich höre dir zu. Ich höre dir aufmerksam zu, mein Schatz. Ist das so recht? Also immer vor Augen, was ich drüben einfach bemerken musste. Das kannst du nicht übersehen.
habe ich mich denn hier gleich in die Recherchen gestürzt. Und? Was hast du gesucht? Wie ich dich kenne, wohl auch gefunden? Du, ich habe plötzlich genau wissen wollen, wie unsere Juristen hier zu den Problemen stehen, in denen unsere Landsleute drüben bis zum Hals drin stecken, ob sie wollen oder nicht. Juristen? Oh Gott, wie langweilig. Warum denn ausgerechnet Juristen? Ich habe auch nicht geahnt, wie wichtig das hiesige juristische Urteil in vielen Fällen für die Menschen von drüben sein kann. Moment mal. Das verstehe ich nicht. Du musst mir mal erklären. Du meinst, unsere Justiz hat mit drüben... Ja, besonders im Zusammenhang mit den Schießbefehlen und dem Fluchtversuchen. Kann die hiesige juristische Beurteilung wirklich von existenzieller Bedeutung sein? Genau wissen wir es, was ich gemacht habe in den letzten Tagen. Ich bin von einer Bibliothek und von einem Archiv ins nächste gerannt, um mir Beweise für meinen Verdacht und meine Behauptungen zu suchen. Ich suchte immer nach der gleichen Stichwortleitlinie. Politik, Europa, Deutschland, DDR, Flüchtlinge, Flüchtlingsprobleme, Flüchtlingsrechtsprobleme. Als Laie kommst du da sehr leicht ins Schleudern. Man sieht zuerst vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Und sehr bald merkst du, dass die scheinbar einfachsten Begriffe in den Konturen unscharf oder merkwürdig widersprüchlich definiert sind. Deutschlandfrage, DDR, Zonengrenze oder auch nur Grenze. Da gibt es die unterschiedlichsten Verwendungen. Es scheint sich hier mehr um juristische Theorien zu handeln als um Konkretes. Weißt du was? Du langweilst mich entsetzlich. Und doch stecken eine ganze Menge exakt festgehaltener Fälle darin. Oder wenn du lieber willst, Schicksale. Also sei mir nicht böse, Anna, aber ist das nicht alles so ein bisschen Schnee von vorgestern? Als Journalistin warst du bisher jedenfalls immer eher aktualitätssüchtig. Die zentrale Erfassungsstelle in Salzgitter hat seit dem Mauerbau bis 1974 insgesamt 3500 Grenzzwischenfälle registriert. Verursacht durch Schüsse, Schießanlagen, Minen und so weiter. Also allein bis 1974 sind an dieser Grenze zur Bundesrepublik 94 Menschen ums Leben gekommen. Begreifst du denn nicht? Oder willst du behaupten, die Voraussetzungen hätten sich geändert? Wir haben es also hier mit etwas zu tun, was morgen genauso passieren kann wie gestern. Wem passieren? Deinem Bruder? Ja, und sicher nicht nur ihm. Vielleicht war er sogar schon mal in einer solchen Lage. Das hätte er dir doch erzählt. Ach, mein Bruder ist das stillste Wasser, das man sich denken kann. Ich hoffe nur, dass ihm irgendwann ein Licht aufgeht. Wenn er nur einen Augenblick lang nachdenkt über seine Situation, dann müsste ihm doch klar werden, in welchem Dilemma er sich befindet. Und dieses Dilemma ist bereits in seinem Eid enthalten. Du kennst die Eidesformel? Ja, sicher. Warte, hier. Aber als Nachtlektüre nicht unbedingt zu empfehlen. Ich stelle mir vor, wie mein Bruder diesen Sermon feierlich von sich gibt. Ich schwöre der deutschen Demokratischen Republik meinem Vaterland, allzeit treu zu dienen und sie auf Befehl der Arbeiter- und Bauernregierung gegen jeden Feind zu schützen. Ich schwöre, als Soldat der Grenztruppen der Deutschen Demokratischen Republik jederzeit bereit zu sein, mutig und standhaft, auch unter Einsatz des Lebens, die Grenzen meines sozialistischen Vaterlandes gegen alle Feinde zuverlässig zu schützen. Sollte ich jemals diesen meinen feierlichen Fahneneid verletzen? So mühe mich die harte Strafe der Gesetze unserer Republik und die Verachtung des werktätigen Volkes treffen. Ja. Jede Armee wird vereidigt und es soll schon vorgekommen sein, dass sie bei ihrem Eid auf bestimmte Führer und Vaterländer beschissen worden ist. Was sich leider oft erst sehr spät herausstellt. Was mich in Rage bringt, ist, dass diese Soldaten unbedingten Gehorsam schwören, ohne zu wissen, ob sie nicht am nächsten Tag auch dem gehorchen müssen, was wir zum Beispiel den Schießbefehl nennen. Und da beginnen doch die Probleme. Übrigens werden auch drüben die Nichtsoldaten nicht völlig vergessen. Da gibt's einen Eid für die Polizei, für die Feuerwehr, die Leute im Strafvollzug. Und entsprechendes haben sie bei den Kampftruppen, der militärischen Truppe der Partei in den Betrieben. Und selbst in den Baueinheiten, in die sie die Kriegsdienstverweigerer stecken, müssen sie ein Gelöbnis ablegen. Ja, aber die werden doch nicht so viel anrichten können. Genau da muss ich dir widersprechen.
Wir machen uns überhaupt keine Vorstellung, wie diese Gelöbnisepidemie, die das ganze Land überzieht, selbst Leute in den harmlosesten Berufen in Teufels Küche bringen kann. Denke nur an meinen Onkel Karl. Ich habe dir von ihm erzählt, nicht? Das ist der Bruder meiner Mutter. Also der ist Eisenbahner bei der Reichsbahn. Reichsbahn, wie das erstaunlicherweise in der Deutschen Demokratischen Republik heute immer noch heißt. Und der Eisenbahner dort geht etwa folgende Verpflichtung ein. Die Arbeiter- und Bauernmacht erwartet von euch, dass ihr Vorbilder seid an sozialistischer Pflichterfüllung. Allen dienstlichen Anordnungen habt ihr unbedingt Folge zu leisten. Denkt daran, dass ihr sonst mit disziplinarischen, vielleicht sogar mit strafrechtlichen Maßnahmen zu rechnen habt. Na schön. Der Onkel Karl, dein Bruder Hans, beide sind auf den Staat genauer auf ihre vorgesetzte Dienststelle verpflichtet. Was das für einen DDR-Soldaten bedeuten kann, das hast du ja nun überdeutlich gesagt. Aber was kratzt das einen Eisenbahner wie Onkel Karl? Der hat mit Westreisenden Kontakt. Oder besser mit dem, was die in den Abteilen so liegen lassen. Zeitungen zum Beispiel. Könnte ja ein Artikel über Barrow oder Havemann drinstehen. Das hat jemand auf der Fahrt zur Leipziger Messe da liegen lassen. Und das findet nun Onkel Karl, wenn er das Abteil nach Fundsachen durchsucht. Na und? Ja, na und? Also zunächst einmal sind die verpflichtet, sämtliche Pressematerialien sofort bei ihrer Dienststelle abzuliefern. Auch Propagandamaterial, also unerlaubte Flugblätter und so weiter. Die sind alle sofort sicherzustellen und auf der Dienststelle hier abzuliefern. Ihr dürft dieses Material nicht jemandem vorher zugänglich machen. Auch nicht zu Hause. In eurem eigenen Interesse. Andernfalls, ja, ihr wisst ja, da wird nicht gespaßt. Also ich habe euch gewarnt. Was ich euch hier sage, ist eine dienstliche Anordnung. Denkt daran. Ja, was aber nun, wenn Onkel Karl genau diese Lektüre interessiert? Und das hat sie, wie ich von ihm weiß. Ich meine, Interesse an Informationen, die mal nicht im üblichen Parteichinesisch verfasst sind, ist doch nur allzu menschlich. Was ist dann? Dann spielt er schon mit dem Feuer oder mit seinem bisschen Freiheit. Vorausgesetzt natürlich, sie erwischen ihn. Ja, die ständige Angst vor dem Erwischtwerden, seinen Verpflichtungen, Gelöbnissen, Eiden nicht korrekt nachzukommen, das ist sozusagen die besondere Lebensqualität, der sich unsere Landsleute drüben erfreuen dürfen. Ob am sogenannten Friedenswall oder in einem Zugabteil auf einem Rangierbahnhof, das bleibt sich gleich. Was sie alle gemeinsam haben, außer der Hoffnung auf eine bessere, gerechtere Zukunft vielleicht, das ist die Angst vor dem Erwischtwerden. Na, bei der Arbeit? Mach grad sauber. Stell auch diese Drucksachen sicher. Darf man mal sehen? Das ist ein tolles Ding, was die da so schreiben. Riskieren eine dicke Lippe, die da. Die riskieren doch nichts. Die werden doch sogar dafür bezahlt, dass sie sowas schreiben. Nein, die riskieren gar nichts. Die können ja auch schreiben, was sie wollen. Solange es Leute gibt, die das glauben. Wer wird denn das schon glauben, was da steht? Braucht unsere Sorge nicht zu sein. Ist ja nicht für uns bestimmt. Nein. Deshalb nehme ich es auch zur Dienststelle mit, wo es hingehört. Eben. Mein Gott, das ist ja alles nicht so angenehm. Aber es ist wirklich so unerträglich. Das sagst du ausgerechnet du, der du jeden Tag in einem Dutzend Zeitungen schwelgen kannst. Also, nehmen wir doch mal an, er klammert sich an das bisschen Information, das ihm in Form von Gedrucktem in die Hände fällt. Er gibt es dann seinen Freunden weiter. Riskiert er denn da gleich seinen Kopf? Er macht sich möglicherweise strafbar. Es kann ihm möglicherweise sehr dreckig ergehen und schlimme Konsequenzen für ihn haben. Ja, drüben. Aber du hast unsere Juristen, unsere Justiz attackiert. Was haben die denn damit zu schaffen? Da muss ich dir aber einen harten Brocken hinwerfen. Nach der hiesigen richterlichen Auffassung sind die Konsequenzen aus dem Nichtbefolgen einer Verpflichtung
einer verletzten DDR-Verpflichtung, wohlgemerkt, auch hier im Westen zu ziehen. Das glaube ich nicht. Das kann ich dir beweisen. Zumindest theoretisch kann ich es dir beweisen. Gut, ich muss erst mal was trinken. Ich muss mein Erstaunen runterschlucken. Weißwein? Ja? Ja, gern. Wie sind wir denn bloß auf diesen Zeitungsonkel gekommen? Wir waren doch bei deinem Bruder. Ich habe zwar noch keinen Schluck getrunken, aber ich bin schon völlig besoffen von diesem Nicht-Befolgen, DDR-Verletzen, Konsequenzen von üben und drüben. Also, es sieht merkwürdigerweise so aus. Im Fall von Onkel Karl, also würde der westliche Drucksachen drüben nicht abliefern und dann hierher flüchten, wäre das eine Angelegenheit der Verwaltungsgerichte. Und im Falle von Hans, wenn der also an der Grenze einen Flüchtenden erschießt und dann zu uns irgendwann in den Westen gelangen würde, wäre das eine Angelegenheit der Strafkammern. Weißt du was? Ich finde deine juristischen Spitzfindigkeiten zum Kotzen. Erzähl mir lieber etwas, das ich begreifen kann. Verstanden habe ich zum Beispiel, dass du mit deinem Bruder gesprochen hast. Ist das richtig? Ja. Er war diesmal noch gehemmter als jemals zuvor. Völlig zugeknüpft. Du weißt, er darf ja offiziell mit mir überhaupt keinen Kontakt haben. Dazu hat er sich als Grenzer verpflichten müssen. Ja, und jetzt, wo wir uns zufällig trafen, wusste er nicht, was er seiner Dienststelle melden sollte. Ich mache pflichtgemäß Meldung. Ich habe zu Hause ein Zusammentreffen gehabt mit meiner Schwester. Ich weiß meine Verpflichtung, aber das ist reiner Zufall gewesen. Ich habe von ihrem Besuch bei meinem Vater nichts gewusst. Seit ihrer Flucht in den Westen... Wann war das? Das war vor dem 13. August 1961. Sie ist mit meiner Mutter geflohen. Meine Mutter ist im Westen verstorben. Warum sind Sie denn nicht damals mit rübergegangen? Mein Vater zögerte noch. Und dann kam die Mauer in Berlin. Dann kam die Mauer in Berlin. Eine merkwürdige, unideologische Ausdrucksweise, sagen Sie mal. Wie bitte? Na schön. Was wollten Sie denn über Ihre Schwester sagen? Sie ist seit einigen Jahren Journalistin bei der westdeutschen imperialistischen Presse. Aber davon habe ich nichts gewusst. Und über was haben Sie sich unterhalten? Ich melde, dass ausschließlich über private Familienangelegenheiten gesprochen worden ist. Es sind weder von meiner Schwester noch von mir irgendwelche politischen oder dienstlichen Sachen besprochen worden. Ich erwarte bis heute Abend Ihren ausführlichen schriftlichen Bericht über den Inhalt Ihrer Unterhaltungen. Dann werden wir weitersehen. Jawohl, Genosse Unterleutnant. Stimmt das? Dass sie nur privat ist? Er hat gesagt, er würde es so darstellen. Hoffentlich hat er sich nicht verquatscht, der blöde Herrn. Ich würde gerne wissen, was du aus dem Haus gequetscht hast. Oder ist das nur für den Staatssicherheitsdienst wissenswert? Ach, er hat mir wirklich nichts Weltbewegendes erzählt. Nicht mal über seine Wachzeiten, die sie an der Staatsgrenze West absolvieren, hat er was erzählt. Weißt du, die machen da ihren Dienst mal tags, mal nachts. Aber immer zu zweit, der größeren Sicherheit. Aber vor allem der gegenseitigen Überwachung wegen. Also nicht mal über seine hauptsächliche Tätigkeit wusste er seiner Schwester was zu berichten. Ab und zu sprach er von einem Genossen, seinem Genossen Schmidt. Aber der scheint auch nicht gerade zu den Glücklichsten drüben zu zählen. Ich habe mir den Dienst an der Grenze hier eigentlich interessanter vorgestellt. Wir müssen da Dienst tun, wo der Staat uns hinstellt. Das ist nun mal so. Ich war vorher an der polnischen Grenze. Da war vielleicht für Abwechslung gesorgt. Wir haben da Jagd auf Schmuggler gemacht, weißt du? Da kriegst du mal auch mal eine Frau zu sehen, Mensch. Einmal, da haben wir Besoffene aus dem Fluss gezogen. Die waren vom Schnee gefallen. Klatsch, klatsch, klatsch. Die haben vielleicht nach Schnaps gestunken, sag ich dir. Am Ufer, da lagen die wie nasse Säcke.
verdammt viel Spaß gehabt da drüben in Polen. Und hier? Der Dienst hier ist wichtiger. Warum mauern wir nicht die ganze Grenze nach dem Westen zu? Wie in Berlin. Hier findet auch jeder, der will und sich ein bisschen auskennt, immer noch ein Schlupfloch. Und weswegen sind wir gerade da? Darfst jetzt eine Zigarette rauchen? Danke. Genosse Gefreiter. Wolltest du schon immer zur NVA? Eigentlich nicht. Nicht? Ich hatte schon einen guten Job. Als was denn? Ich bin gelernter Zimmermann. Und wo hast du gelernt? Zuletzt in der Baubrigade in der Schwarzen Pumpe. Das muss doch ganz schön Geld gebracht haben. Das kann man wohl sagen. Warum bist du denn da weg? Ich wollte mich halt haben hier. Na ja. Hier kann man schließlich General werden in dem Haufen. Die Volksarmee ist kein Haufen. Und ich bin ganz zufrieden mit dem, was ich habe, wenn du das meinst. Soll ich dich mal ablösen? Dir müssen ja schon die Augen laufen. Halb so wild. Dafür gibt's keinen Orden. Schnauze, Genosse. Die Volksarmee ist kein Haufen. Der Dienst hier ist wichtiger. Ich bin hier ganz zufrieden. Reden die immer so propagandareif? Ach du, das hat nichts zu besagen. Die müssen halt ihr Doppelspiel überall weiterspielen. Auch in der Armee? Ich glaube schon. Es kommen ja nicht nur einfache Soldaten in den Westen, sondern auch Unteroffiziere und Offiziere. Obwohl die drüben ziemlich privilegiert sind. Tja, die haben ihre Probleme, wir haben unsere. Aber eins verstehe ich immer noch nicht. Welchen Einfluss kann unsere Justiz auf Angelegenheiten von drüben haben, wie du sagst? Na, also das Flüchtlingsproblem ist doch nun ein gesamtdeutsches Problem. Derjenige, der hier zu uns in die Bundesrepublik kommt, hat nach unserem Grundgesetz ein Recht dazu. Also das, unser Grundgesetz garantiert ihm diese Freizügigkeit, wie du ja weißt. Moment. Und wir könnten diesen Soldaten, die ja nur ihre Pflicht erfüllen, wenn sie an der Grenze auf einen Flüchtenden schießen, mit unseren Gesetzen und Richtern zu Leibe rücken? Zum Beispiel deinem Bruder Hans, wenn er an der Grenze auf jemanden schießen sollte. Das ist doch offensichtlich die große Angst, die du hast. Sehr richtig, genau. Das ist genau die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Und jetzt hör mal zu, was ein westdeutscher Richter dazu zu sagen hat. Der andere Teil Deutschlands, die DDR, zählt unbeschadet der derzeitigen politischen Verhältnisse in rechtlicher Hinsicht zum deutschen Inland. Auch nachdem die DDR inzwischen ein international und auch von uns anerkannter Staat ist? Tja, wissen Sie, da hat schon das Verfassungsgericht klargestellt, dass die DDR im Verhältnis zur Bundesrepublik auch nach Abschluss des Grundvertrages nicht als Ausland angesehen und behandelt werden darf. Ist das in der Praxis nicht etwas problematisch? Das kann man nicht ganz abstreiten. Aber da ist doch manches in der Entwicklung. Die allgemeine völkerrechtliche und staatsrechtliche Situation hat da ihre Auswirkungen. Aber, wie gesagt... Und wenn die, sagen wir mal, Aktionen der Grenzsoldaten der DDR hier in der Bundesrepublik in Einzelfällen von den Justizbehörden registriert werden, ist das denn Ihrer Meinung nach rechtens? Nicht nur das. Es ist unsere Pflicht. Genauso wie es für deinen Bruder Hans Pflicht ist,
im Falle eines Falles zu schießen, nicht wahr? Genau das. Langsam. Entschuldige. Ich muss jetzt mal für einen Moment meine Fantasie strapazieren und mir versuchen, ein Bild zu machen, wie es bei den Grenztruppen wohl so ist. Man lernt sich kennen, man ist einige Monate zusammen, man redet über alles Mögliche, über den Dienst, schließlich auch über den Schießbefehl an der Grenze. Da könnte man doch zu so einer stillschweigenden Übereinkunft kommen, vorbeizuschießen. Oder sonst irgendwie an dieser Sache vorbeizukommen. Das heißt, mit anderen Worten, scheinbar das zu tun, was man drüben von ihnen erwartet, und in Wirklichkeit das zu tun, was man hier von ihnen erwartet. Na du, ich weiß nicht, ob du die Sache nicht ein bisschen zu einfach machst. Dein Bruder hat also nichts davon gesagt, oder? Nein, das hat er nicht. Das war ihm wohl zu riskant. Und untereinander? Ich glaube nicht, dass er mit seinen Kameraden über so etwas spricht. Verstehst du, das ist einfach ein viel zu heißes Eisen für ihn. Und die Wendigkeit, sich da mit seinen Kameraden zu verständigen, die traue ich ihm einfach nicht zu. Und ich befürchte, dass er der Propaganda da drüben nicht gewachsen ist. Genossen, wie schon die Vorschrift sagt, besteht die aktivste Handlung des Grenzpostens in der Festnahme bzw. Vernichtung des Grenzverletzers. Wer sich also in Richtung des angrenzenden Staates begibt und der Aufforderung zum Stehenbleiben nicht nachkommt, ist am Überschreiten der Staatsgrenze zu hindern, und zwar mit allen Mitteln. Wer ein reines Gewissen hat, braucht nicht klammheimlich durch den Wald zu schleichen. Für Freunde gibt es Kontrollpassierpunkte an der Staatsgrenze. Wer aber illegal über die Grenze unseres souveränen Staates will, der ist ein Feind und wird wie ein Feind behandelt. Die Sicherheit unserer Republik und ihrer Grenzen muss täglich erkämpft werden. Grenzdienst ist Klassenkampf. Und wer die Republik verrät und zum Feinde desertieren will, kann nicht unser Bruder sein. Der Schuss auf den Grenzverletzer gilt einem Verräter, einem Verbrecher. Um so etwas Ihren Leuten zu verkaufen, müssen Sie sich aber sehr sicher fühlen. Oder sehr unsicher. Wenn es nach den großen Worten ginge, ist die Grenze unüberwindlich. Das ist, glaube ich, auch ohne große Worte. Fast. Aber aus einem ganz anderen Grund. Wie meinst du das? Der Schießbefehl allein genügt ja wohl nicht. Es muss ja auch Leute geben, die ihn ausführen. Es ist irgendwie pervers oder ganz einfach nur menschliche Schwäche, dass da manch einer ganz gern mitmacht, der sonst eigentlich von dem ganzen Blabla nicht viel hält. Aber das war immer so und überall. Viele junge Männer haben einfach Spaß am Schießen. Auch wenn sie am Anfang Schwierigkeiten haben, mit der Waffe umzugehen. Zum Schluss spielen sie einfach eine Art Wildwest. Vielleicht gehört auch mein Bruder dazu. Also nochmals. Zielen heißt... Stein. Zielen heißt... die Waffe ist nach Höhe und Seite... so einzurichten, dass vom Auge des Schützen eine, über Kimme und Korn eine... Na, eine was? Eine gerade und... Eine gerade und... Ja, eine gerade und... Gedachte Linie, eine gerade und eine gedachte Linie. Wohin verläuft? Zum Haltepunkt. Und wie heißt diese Linie? Na los, Mann! Verlängerte Visierlinie. Wie muss der Visierkamm stehen? Waagerecht. Und das heißt? Die Spitze des Korns muss mit... Na, mit wem? Die Spitze des Korns mit dem Visierkamm abschließen, muss mit dem Visierkamm abschließen. Die Spitze des Korns darf also keinesfalls unterhalb des Visierkamms liegen. Das wäre? Vollkorn. Feinkorn, Sie Volltrottel! Und sie darf keineswegs
oberhalb des Visierkamms liegen. Was man wie nennt? Vollkommen. Sieh mal an. Was darf die Waffe ferner nicht? Sollen Zielfehler vermieden werden? Sie darf nicht verkantet werden. Und? Und das Korn darf nicht geklemmt sein, geklemmt werden. Na, endlich. Einmal frisst es auch der Dümmste. Wer liegt vorn? Stein! 176! Das haut unsere Gruppe an die Spitze, Genossen! Ja, langsam im Denken, schnell im Reagieren. Das sind die gefährlichsten. Mit denen kann man alles machen. Ach ja. Na und dann der fatale männliche Hang zu Auszeichnungen im Hordenleben. Stell dir vor, wie der sich gefühlt haben muss, dieser Eremit. Er durfte plötzlich in der ersten Reihe mit den Offizieren sitzen, bei der befohlenen Gemeinschaftsfernsehstunde. Was für ein Ding? Gemeinschaftsfernsehstunde? Das klingt ja wie alle Fernsehprogramme auf einmal. Ich nehme an, es ist eine Art Abwechslung im Dienst. Wahrscheinlich sind sie sogar ganz froh darüber, weil drin ist es ja schön trocken und warm. Aber als guter Schütze musste er doch für die Kameraden einsame Spitze sein. Das macht doch Wind unter lahme Flügel, wie es so schön heißt. Ich weiß nicht, du. Zu viel Lob stinkt den Kameraden. Ich glaube eher, dass er sich sehr isoliert fühlt. Als Bürgermeister der hiesigen Gemeinde heiße ich die Genossen unserer Grenzeinheit herzlich willkommen. Ich will nicht verhehlen, Ihnen für Ihren aufopferungsvollen Dienst in unser aller Namen zu danken. Möge dieser Abend die Verbundenheit zwischen den Werktätigen in Zivil und den Werktätigen in Uniform zum Wohle unserer gemeinsamen sozialistischen Anstrengungen vertiefen. Ich danke Ihnen. Damenwahl! Darf ich bitten? Sehr gesprächig sind Sie ja nicht.
Sie wollten doch mit mir tanzen, oder? Die starren mich den ganzen Abend an. Nun, jetzt sind sie stumm wie ein Fisch. Weißt du, es spricht für euer Verhältnis, dass er gerade in diesem Punkt so offen ist zu dir. Das macht ihn mir sehr sympathisch. Hältst du es für möglich, dass er aus einer Frustration heraus aggressiv reagieren und auf Flüchtlinge schießen könnte? Ich weiß nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was einen Menschen dazu bringen kann, auf einen anderen Menschen zu schießen. Ich habe noch nie verstanden, wieso sich jemand freiwillig für längere Zeit verpflichtet. Freiwillig? Wenn sich die Werber Wochen und Monate lang die Türklinke in die Hand geben? Na gut, aber er muss ja nicht dabei bleiben, oder? Und da müsste er sich ja zu einem Entschluss durchringen, mein Bruderherz. Bei dem Temperament ist ein bisschen viel verlangt. Und was erwartet ihn dann? Nicht mal Onkel Karl kann die Tragweite seines Handelns ermessen. Der ist eine ganze Portion schlauer als Hans. Mensch, Karl, guck dir das wohl an. Was denn? Sowas möchte ich haben. Ach, du, das kann mich nicht reizen. Du, Karl, kannst du mir mal mitgeben? Na, Dörr, fleißig wie immer. Es muss ja mal gemacht werden. Ist meine Frau da? Die macht Brote bei uns. Mutter! Mir ist mehr nach was Flüssigem. Nicht so laut, die Kleine schläft. Du hast in deinem Kühlschrank ein Bier? Wenn's sein muss, mehr als eins. Oh. Ja, ja, ich kenne da deine durstige Kehle. Hier, das musst du lesen. Ein Artikel über die Intershops. Die nehme ich mit in Betrieb. Du und besser, deine Liese weiß nicht, dass du sowas hast. Na, alle da? Prost. Grüß dich, Liese. Grüß dich, Karl. Was hast du denn da schon wieder? Ah, nichts Besonderes. So ein typisches Käseblatt von drüben. Zeig doch mal. Hm? Lass das doch da. Da ist nur was über Intershops drin. Was ist denn los? Karl hat mal wieder ein Westblatt dran geschleppt und Herbert wieder mit Dosieren gehen. Ja, nun hab dich doch nicht so. Tust gerade so, als ob wir Schweinekram transportieren würden. Das wäre mir fast lieber. Oh, Karl, hast du das gehört? Mutter, hast du das mitgekriegt, was die Liese gesagt hat? Die Liese hat ganz recht. Das nimmt mal ein böses Ende und dann sind wir alle dran. Nur übertreib mal nicht, Mutter. Bange machen gilt nicht. Bis es so kommt wie bei Möller von der HU am Eck. Möller? Was ist mit dem? Der konnte ja auch den Mund nicht weit genug aufmachen. Immer, wer kann mir schon was und so. Die waren heute früh bei ihm in der Wohnung. Haben alles auf den Kopf gestellt und ihn dann mitgenommen. Ist dann den ganzen Tag wohl durch den Mangel gedreht worden. Der Möller jedenfalls ist fix und fertig mit den Nerven. Ihr müsst ja alle den Helden spielen. Wasserspülung gehört haben, als sie von der Toilette kamen. Schön wär's. Ich habe seit Tagen Verstopfung. Der Kollege spinnt. Wer war's denn überhaupt? Spielt keine Rolle. Ihr Nachbar Karl Hartmann ist bei der Reichsbahn. Ja, der findet manchmal solche Drucksachen, wenn Sie das meinen. Naja, aber er liefert sie ab. Das kann er doch sicher nachweisen. Und wenn er sie nicht alle abliefert? Na, hören Sie mal. Der Lattmann ist genauso ein guter Sozialist wie Sie. Und davon haben wir bisher wenig gemerkt. In der Partei ist er jedenfalls nicht. Er ist nirgendwo gern organisiert. Das war nie. Das ist alles. Da hat er eine Macke. Und Sie?
Mich hat ja noch niemand gefragt. Jedenfalls können Sie mir die Sache nicht anhängen. Gehen Sie. Freundschaft. Freundschaft. Warum nehmen die das gedruckte Zeug so wichtig? Das Hören westlicher Sender können Sie doch auch nicht verhindern. Und am Abend guckt doch fast alles, was kann, in die Röhre. Mit Westprogramm. Also was kann man ja nur weiter erzählen. Aber man kann jemanden festnageln, wenn er etwas schwarz auf weiß an Dritte weitergibt. Der Effekt ist doch am Schluss der gleiche. Gegen welches Gesetz verstößt man eigentlich dabei? Oder geht das ohne Gesetz? Das erzählt ja der Anwalt, den ich dazu befragt habe. Der zitiert aus dem Strafgesetzbuch der DDR. Nach § 106 des Strafgesetzbuches der DDR wird wegen staatsfeindlicher Hetze bestraft, wer mit dem Ziel, die sozialistische Staats- oder Gesellschaftsordnung der DDR zu schädigen oder gegen sie aufzuwiegeln, Schriften, die die staatlichen, politischen, ökonomischen oder anderen gesellschaftlichen Verhältnisse der DDR diskriminieren, verbreitet oder anbringt. Höchststrafe 5 Jahre. Staatsfeindliche Hetze. Das klingt ja wie aus längst vergangenen Zeiten. Mit solchen Drohungen versuchte man schon immer, die Außenseite an die Kandare zu nehmen. Es lebe der Kopfnicker, der Jawohlsager, der Mitläufer. Und damit das Ganze hübsch stabil bleibt, versucht man, die Leute zugleich für Staat und Partei zu vereinnahmen. Was bekanntlich nicht gelingt. Man versucht es, mit Zuckerbrot und Peitsche. Aber wer hat schon die Kraft, sein ganzes Leben lang Nein zu sagen? Hans ist doch das beste Beispiel dafür. Kurzum, wir möchten, dass Sie in die SED eintreten. Ich in die SED? Ja. Warum nicht? Sie sind ein guter, zuverlässiger Soldat, der sich seiner Pflichterfüllung gegenüber seinem Staat voll bewusst wird. Gerade Ihre Einheit benötigt solche Genossen. Ich weiß nicht. Was wissen Sie nicht? Ich weiß nicht, ob ich mich dazu eigne. Aber die Partei weiß. Die Partei vertraut Ihnen. Misstrauen Sie der Partei? Nein, nein, das nicht. Bestimmt nicht. Jetzt sagen Sie bloß noch, Sie wollen Ihre Ruhe haben. Ja, es ist ja auch mehr Arbeit. Ich meine, ich verpflichte mich doch schließlich zu was. Genosse Stein, unsere Republik ist doch keine Privatsache. Wir sind doch ein großes Kollektiv, das von unserer sozialistischen Einheitspartei geführt wird. Ja, wissen Sie, ich habe einen ziemlich anstrengenden Dienst. Natürlich wissen wir das. Aber der Kampf unseres Staates fordert nun einmal Anstrengung von uns. Ja, es ist ja nicht nur der Streifendienst. Ist ja. Nun seien Sie doch mal nicht so bescheiden. Wissen Sie, wie viele Genossen der Streitkräfte Mitglieder der Partei sind? Die stehen mit Ihnen in der ersten Reihe. Die würden Ihnen als jungem Genossen tatkräftig zur Seite stehen. Die Partei braucht Augen und Ohren. Überall. Auch in der NVA. Ganz besonders an der Grenze. Verstehen Sie? Sie wären genau der richtige Mann dafür. Wirklich? Natürlich. Sie sind auf Kosten unseres Arbeiter- und Bauernstaates zur Schule gegangen. Er hat Sie zu dem gemacht, was Sie heute sind. Ein vorbildlicher Soldat. Sind Sie nicht auch der Meinung, dass Sie auch einmal etwas für den Staat, für die Menschen unserer Republik tun müssten? Es ist Politik. Ich glaube nicht, dass ich viel davon verstehe. Ja, umso wichtiger, dass sich das jetzt ändert. Sie haben das Zeug dazu. Die Partei wird Ihnen helfen. Auch im Leben, im Beruf. Die Menschen, die ihre Kraft, ihre Einsatzbereitschaft ganz in den Dienst der Partei und des Staates stellen, denen, wir wollen es doch gar nicht verheimlichen, wird die Hilfe unseres Staates zuerst zuteil. Überlegen Sie es sich. Es ist eine Ehre für Sie, unter den Besten zu stehen. Nicht nur Ehre, auch Pflicht. Für einen Arbeitersohn, für einen Sohn unseres Staates, der wissen muss, wohin er gehört. Ich überleg's mir. Tja, und mit dem Eintritt in die Partei hatte er seinen letzten Kredit bei denen verspielt, die vielleicht noch zu ihm gehalten hatten. Ich frag mich bloß, wieso die Anne die Partei aufnehme, denn ich bis 3 zählen kann. Um uns reinzureißen, reicht es.
Wahrscheinlich will er sich bloß wichtig machen. Hat's eben nötig. Was darstellen will, eben jeder. Das schwarze Ballern reicht nicht. Quatsch. Also ich werde aus dem nicht schlau. Egal wie. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Eine Abräumung für das Richtige. Lieber nicht. Jetzt. Ja, jetzt. Scheißkerl. Können wir doch Doppel spielen. Hast du Lust? Nee. Ja, ich geh dann mal wieder. Kann ich auch mal ran? Hm? Danke. Da haben wir dann natürlich ganz schön zu kauen haben. Kann euer Vater ihm nicht helfen? Vater ist schwer krank. Er hat mir natürlich die ganze Misere mit Hans lang und breit erzählt. Lauf doch nicht rum wie ein eingesperrter Affe. Setz dich. Übermorgen ist die Gruppenstunde. Gleich, wenn ich zur Einheit zurück bin. Politischer Unterricht. Wie soll ich das denn machen? Staatsorgan in der UdSSR. 6 Buchstaben, vorne S. Sowjet. Na, der siehst es ja. Ich wäre nicht drauf gekommen. Warum nicht? 6 Buchstaben S am Anfang. Was ist daran so schwer? Mich interessiert das eben nicht. Na, glaubst du mich? Angehörige der Streitkräfte eines Landes, das ist was für dich. Lass mich. Na, nun sag doch. Was weiß ich? Fopo, NVAler. S am Anfang? Keine Ahnung. Stell dich doch nicht blöder an, als du bist. Einer der Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus? Na? Lenin. Zu kurz. Marx. Das ist ja noch kürzer. Engels. Richtig. Hat man dir gesagt, worüber du reden sollst? Das ist es ja gerade. Nur so allgemein. Sozialismus, Kommunismus, sowas. Na, darüber quatschen Sie doch im Radio den ganzen Tag. Es geht bei mir hier rein und da raus. Tja, etwas bleibt immer hängen. Nicht bei mir. Also, was ist Kommunismus? Was weiß ich. Besser leben, oder? Mhm. Die Arbeiter und Bauern sollen es besser haben. Und die Völker, die darunter leben, sollen sich besser verständigen. Na, das ist doch schon was. Aber auch alles. Warum machst du nicht einfach einen, na, wie sagt er immer, Disput? Darauf warten die doch nur. Und dann legen sie mich mit ihren Fragen rein. Hätte ich nur nicht auf dich gehört. Wieso? Du hast doch immer auf mich eingeredet. Verpflichte dich freiwillig. Weil die Werber dir sowieso keine Ruhe gelassen hätten. Und weil sie dir versprochen haben, du kannst ja Kraftfahrer werden. Denkst du, lauf mir Blase an der Scheißgrenze. Warum gibt's sowas überhaupt? Das darfst du mich nicht fragen. Ich hab's satt. Keinem wird was geschenkt. Aber auch nichts zu lachen. Glaubst du, ich liege zum Vergnügen hier? Und seit deine Mutter nicht mehr da ist. Ach. Ich denke, die Krone kümmert sich um dich. Na ja, kümmert sich. Nur weil sie hofft, von deiner Schwester was abzukochen, wenn die alle Jahre mal zu Besuch kommt. Aber was ist, wenn sie nun mal nicht mehr kommen kann? Eines Tages. Was soll denn das nun wieder heißen? Dass einer nicht mehr kommen kann? Du verstehst mich nicht. Du machst es einem verdammt nicht leichter. Manchmal frage ich mich, ob du statt herzukommen nicht besser bei deinem Verein bleiben solltest. Jammerst du bei denen auch immer so herum? Nein. Nein? Ich mach meinen Dienst und das ist alles. Solange man nicht auffällt, hat man seine Ruhe. Jetzt hat mich die Partei. Jetzt kommen die und sagen, hier, stell dich vor die Gruppe und mach politischen Unterricht.
Verdammt. Reg dich doch nicht auf. Du kannst doch ganz einfach hier aus dem neuen Deutschland vorlesen. Zeitungslesen als politischer Unterricht? Politischer kann ein Unterricht hier bei uns in der DDR gar nicht sein. Du brauchst nur nachzubeten, was da steht. Ob du das nun begreifst oder nicht, interessiert keinen Hund. Dogma ist Dogma, wenn du verstehst, was ich damit meine. Ich bin sicher, dass dein Bruder unmenschlichen Befehlen nicht gehorchen würde. Unmenschliche Befehle? Hör dir den entsprechenden Paragraphen aus dem DDR-Strafgesetzbuch doch mal genauer an. So unmenschlich klingt der nämlich gar nicht. Hier, ich habe mir da aus dem Paragraphen 258 Folgendes rausgeschrieben. Handeln auf Befehl. Eine Militärperson ist für eine Handlung, die sie in Ausführung des Befehls eines Vorgesetzten begeht, strafrechtlich nicht verantwortlich. Es sei denn, die Ausführung verstößt gegen Normen des Völkerrechts oder gegen Strafgesetze. An anderer Stelle sinngemäß, die Verweigerung eines solchen Befehls begründet keine strafrechtliche Verantwortlichkeit. Immerhin? Ja, aber wer sagt denn nun im Einzelfall, was gegen Völkerrecht oder Strafgesetze verstößt? Das bestimmt doch nur wieder der Staat, der hier die Grenze zumacht, der dann den Befehl zum Schießen gibt. Und der dann die Schützen, die nicht schießen, wegen Nichtausführung eines Befehls bestraft. Da gibt's noch einen eigenen Paragraphen wegen Verletzung der Dienstvorschriften über die Grenzsicherung. 5 Jahre Höchststrafe. Das ist ja wie bei der staatsfeindlichen Hetze. Nein, das hat sich seit dem 28. Juni geändert. Für dieses Delikt bekommen Sie jetzt schon 8 Jahre. Scheißspiel. Was sagen denn deine Juristen im Prinzip zur Situation der Grenzsoldaten? Das interessiert mich. Na, hör mal den Richter. Tja, das hängt natürlich bei der Frage, ob Grenzsoldaten der DDR auf Flüchtlinge schießen dürfen, davon ab, wie wir das Recht auf Freizügigkeit beurteilen. Wir, und das heißt wir hier in der Bundesrepublik, wir sind an das Grundgesetz gebunden. Dieses hat für alle Deutschen, also auch die in der DDR, das Recht auf Freizügigkeit festgeschrieben. Insofern kann dieses Recht nicht durch irgendwelche anderen Gesetze, Schusswaffengebrauchsbestimmungen oder auch entsprechende Befehle aufgehoben, übergangen bzw. verletzt werden. Will damit sagen, entsprechende Maßnahmen und Anordnungen sind rechtswidrig. Und hier ein Gegenargument, das mir der Anwalt gab. Wir sind sicher in einem Dilemma. Denn wir sprechen Recht von unserer freiheitlichen Rechtsauffassung heraus. Und müssen das auch, wenn wir uns nicht selbst aufgeben wollen. Aber wir müssen auch sehen, dass zumindest manchmal am Tatort gültige, also formal gültige Vorschriften nicht von jedem gleich in ihrem Unrechtscharakter erkannt werden. Nehmen wir also das Beispiel Republikflucht oder ungesetzlicher Grenzübertritt, wie es jetzt im Strafgesetzbuch der DDR heißt. Die Juristen drüben sagen, dies ist normal, der Staat kann sowas festlegen. Denn das Grundrecht der Freizügigkeit gilt nach der DDR-Verfassung eben nur innerhalb des Staatsgebietes. Hier wieder der Richter. Sicher. Formal kann sich so ein System immer rausreden. Aber die Praxis beweist, es gibt Grundrechte, die jeder jederzeit erkennt. Und da kann noch so viel argumentiert werden. Für mich sind das Scheinargumente. Tatsächlich glaubt doch auch drüben niemand, dass die Flüchtlinge Verbrecher sind und nicht ein Recht haben, in den Westen zu gehen, wenn sie es für richtig halten. Und das müssen wir und können wir auch bei der Beurteilung dessen zugrunde legen, was die Grenzsoldaten im Einzelfall tun. Bravo. Alle Klarheiten restlos beseitigt. Der eine so, der andere so. Jetzt stell dir Hans vor. Das alte Lied geht unseren Polizeiwachtmeistern auch nicht anders. Da ist eine Massendemonstration. Auf einmal geht's heiß her. Er muss in Bruchteilen von Sekunden entscheiden. Und hinterher wissen es alle besser.
Bloß die Besserwisser haben dicke Kommentare gewälzt, Seminare absolviert und. Und sind sich am Ende auch nicht einig. Das alte Problem. Wie will oder kann ein Richter eine ihm fremde, konkrete Situation erfassen? Was die konkrete Situation drüben betrifft, bezweifle ich, ob hier überhaupt irgendjemand begreift, in welch beschissenen Konflikten die Leute drüben leben. Warst du heute auf der Meldestelle? Ja, du, das scheint zu klappen. Ich soll nächste Woche noch mal wiederkommen. Aber sie sagten, es sei so gut wie sicher, dass die Genehmigung dann da ist. Endlich. Ich glaube es aber erst, wenn ich es sehe. Schließlich sind die Verordnungen so. Goldene Hochzeit, da kann man rüber. Da müssen die einen reisen lassen. Müssen tun sie nie. Alles nur Kannbestimmung. Und wenn es dann nicht so ist, wie sie wollen, dann haben sie für jeden Fall noch eine Ausrede. Schade, dass du nicht mit kannst. Da ist denen doch das Risiko zu hoch. Du musst mir noch mal sagen, was ich dir alles mitbringen soll. Na komm, setz dich essen. Was ist, willst du nicht? Kein Hunger. Sag mal, was ist denn los? Hast du Ärger im Betrieb? Wenn es nur das wäre. Na, red schon. Wann fährst du, wenn es mit der Genehmigung klappt? Tja, wir sagten doch am Donnerstag. Da bin ich noch früh genug bei den Eltern. Die Genehmigung, die muss ich ja schon am Montag haben. Du fährst am Dienstag. Sag mal, was soll denn das? Willst du mir ja sagen, was los ist? Na, wegen der Zeitungsartikel. Heute haben sie mich noch mal geholt. Die wissen mehr, als gut ist. Ja, nun? Du bleibst drüben. Was, ich? Ja, aber... Ja, und du? Die werden dich doch dann erst recht verhören. Eben nicht, ich hau ab. Ja, aber wie denn? Du hast doch keine... Na, ich find schon einen Weg. Und die Kleine? Das lass nur meine Sorge sein. Ich mach das schon. Ich weiß nicht. Ein Zaun, eine Mauer. Du willst irgendwo hin, mal nicht nach Polen oder Ungarn, sondern nur ein paar Kilometer zur Oma in den Westen. Schluss. Aus, Grenze, Staatsgrenze, Staatsgrenze, West. Ja, und die Grenze sind doch auch nur Menschen. Die müssen sich doch genauso eingesperrt fühlen. Was geht denn Ihnen vor, im Ernstfall? Wie verhalten Sie sich? Ich kann mir schon vorstellen, wie das aussieht von außen. Schreiben mir dann Ihre Heldengeschichten darüber, in Büchern oder hier. In Zeitungen für die Truppe. Manchmal geht meine Fantasie mit mir durch. Ich stelle mir vor, was Hans in so einer Situation fühlt. Es geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Es ist wie eine Zwangsvorstellung. Mensch, wenn ich... Kommt wer? Beobachtungsposten befohlen der Stellung. Postentor gefreiter Stein. Keine besonderen Vorkommnisse. Danke. Halt! Stehen bleiben oder ich schieße! Da hinten! Da läuft er! Stein, schießen Sie. Halt! Stehen bleiben! Schießen, Stein! Schießen! Und er wird schießen, meinst du? Das wäre doch fast logisch. Da wird er täglich, Monate und Jahre lang konditioniert. Es ist eine Pflicht, Grenzdurchbrüche zu verhindern. Der Flüchtling ist ein Verbrecher. Und dann soll er plötzlich selbstständig denken und urteilen und fühlen wie ein verantwortungsvoller Mensch? Ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Unter dem Druck der Situation ist zum Nachdenken keine Zeit mehr. Ja, das scheint mir auch so.
Was sagt denn dein Richter dazu? Bei aller Zurückhaltung im Urteil. Ich meine, wir wissen schon, dass der Einzelne im Augenblick, da er handelt, in eine Entscheidungssituation gestellt ist, bei der er keine langen Überlegungen anstellen kann. Aber gerade deswegen kann man wohl sagen, er wird so handeln, wie er sich vorab schon festgelegt hat. Einer, der schon immer innerlich gegen diesen Schießbefehl eingestellt ist, also seine Rechtswidrigkeit erkannt hat, der wird jetzt sehen, dass er ihn nicht ausführt. Wer ihn ohne viel Nachdenken aber befolgt, von dem kann man wohl annehmen, dass er diese Maßnahme voll bejaht hat und deswegen auch Mitverantwortung dafür trägt. Schießen! Mensch, haben Sie eine lange Leitung. Also, Stein! Nehmen wir mal an, dein Bruder würde so reagieren. Glaubst du, er verkraftet das? Da habe ich meine Zweifel. Aber was soll er machen? Handelt er wie befohlen? Wird man ihm bestätigen, du hast korrekt nach dem Gesetz gehandelt. Kein Grund zur Aufregung. Tja, so sagen sie überall auf dieser Welt. Ich glaube nicht, dass mein Bruder damit fertig würde. Ja, sagen Sie. Sie sind ja ein Assmann. Sie sind ja ein... Sie... Aber was haben Sie denn? Stein, was ist denn los? Was haben Sie? Holen Sie einen Schluck Wasser. Wie das unseren Vater treffen würde, wage ich nicht zu denken. Er würde das, fürchte ich, nicht überleben. Hättest du nicht vorbeischießen können? Ich war zu aufgeregt. Nie passiert was. Und dann plötzlich... Das kam alles ganz schnell. Der Mann, die Schreie vom Unterfeldwebel, die... Schießen Sie, Stein. Schießen Sie, schießen Sie. Hättest wenigstens auf die Beine schießen können. Ist doch auch Vorschrift, oder? Die Beine... Als der geschrien hat, schießen Sie, da habe ich nur noch abgedrückt. Die anderen, die vorher geschossen haben, haben nicht getroffen, nicht wahr? Die haben allerdings auch keinen Sonderurlaub bekommen. So wie du. Aus lauter Angst, dass die Leute dich nicht für voll nehmen, machst du alles hundertprozentig. Man kann auch das Falsche hundertprozentig machen. Herrgott, an anderen Grenzen wird doch auch geschossen. Unsere Zöllner haben doch auch Pistolen. Und die würden diese Dinger doch nicht tragen, wenn sie nicht auch bereit wären, damit zu schießen. Und die Frage, ob es sich um einen harmlosen Pilzesammler handelt oder einen schweren Jungen, der da über die Grenze will, ja, die muss er selbst entscheiden. Das ist nun mal sein Risiko. Und welches Risiko geht eigentlich dein Bruder ein? Gefreiter Stein, vortreten. Gefreiter Stein, wegen besonderer Verdienste um die Verteidigung unserer Republik an der Staatsgrenze West wird Ihnen die Grenzdienstmedaille für vorbildlichen Grenzdienst verliehen. Ich gratuliere, Genosse Gefreiter. Danke. Ich diene der Deutschen Demokratischen Republik. Genossen, die hervorragende Leistung des Gefreiten Stein soll der Kompanie als Ansporn und als Mahnung dienen, ihre Pflicht zur Grenzsicherung vorbildlich zu erfüllen. Lassen Sie wegtreten.
Company, stillgestanden. Wegtreten. Sieh mal an, der Held des Tages. Darf der denn so alleine sein? Darf ich mich hinsetzen? Oder will man sein stolzes Heldentum alleine genießen? Ganz schön stolz. Jetzt geht aber deine Journalistenfantasie mit dir durch, mein Kind. Mir fehlt der Schlusspunkt in der Story vom Onkel Karl. Kennst du den schon oder musst du den erst noch ausdenken? Endlich mal Arbeit. Ein Saboteur gefasst, der die Brücke in die Luft sprengen will, was? Hör mal zu, Lattmann. Vielleicht solltest du aufpassen, dass man dich nicht eines Tages fasst. Soll das ein schlechter Witz sein? Ist wohl kaum das richtige Thema für Witze. Was ist los? Westzeitungen. Was ist damit? Tu doch nicht so harmlos. Man findet sie überall, nur nicht da, wo sie hingehören, bei deiner Dienststelle. Man macht sich so seine Gedanken darüber, wie ich höre. Und wenn man darüber nachdenkt, wird man über kurz oder lang auch an dich denken. Ich habe nichts gesagt, ich wollte es nur gesagt haben. Ja, danke. Schönes Wetter heute. Ja, bisschen kühl. Würde mich an deiner Stelle jetzt warm anziehen. Vater? Ja, Mutter? Warst du bei der Rödern? Ja, war ich. Die bringt morgen die Elisabeth vorbei, wenn sie zum Doktor fährt. Sag mal, bald doch sind sie gewesen. Wer? Die Wohnung haben sie durchsucht und dann abgeschlossen. Also versiegelt, meine ich. Dass da keiner rein darf. Du sagst ja gar nichts. Ja, ja, nein. Ach so, ja. Hast du denn davon gewusst? Was soll ich denn gewusst haben? Weg sind sie, im Westen. Das heißt, sie war ja schon von wegen goldener Hochzeit von den Alten. Ist aber nach. Hat er dir denn nichts gesagt? Wer? Na, wer schon? Der Herbert. Was soll er mir schon gesagt haben? Der wird doch irgendwas noch gesagt haben, wenn er sich hier wegmacht. Was wird denn nur aus dem Garten, wo wir doch alles zusammen gemacht haben? Ist denn das jetzt so wichtig? Sag mal, du musst doch was von gewusst haben. Naja, das heißt, na so genau auch wieder nicht. Und? Was heißt und? Warum der ab ist, meine ich. Was weiß ich? Immer ihr Männer. Macht alles unter euch aus. Wir erfahren es dann erst, wenn Not am Mann ist. Na, wo ist denn ihr Not am Mann? Hört sich doch alles auf. Das hauen ab, wo ihr die dicksten Freunde wart. Und du tust so, als ob das alles nichts wäre. Du weißt bestimmt noch mehr. Du musst doch wissen, was da los war. So mir nichts, dir nichts, sind die doch nicht weg. Da steckt doch mehr dahinter. Naja, es ist wegen der Zeitungsartikel im Betrieb. Aha, deswegen der Hausdurchsuchung.
Ihr habt ja immer gesagt, lasst die Finger von, aber nein. Ihr habt ja immer alles besser gewusst. Ach, das verstehst du nicht. Was verstehe ich nicht? Dass wir jetzt jeden Moment auch die Polizei im Hause haben können. Also nur mach mal nicht in Panik. Und im Übrigen, also ich meine, man kann nicht immer davon ausgehen, was noch passieren kann. Dann darfst du nicht auf die Straße gehen, dann kannst du überfahren werden. Wenn die erst merken, dass man Angst vor ihnen hat, dann haben sie es doch gleich in der Tasche. Dass die morgen hier zu uns kommen können, das soll man keine Angst haben. Na, also so weit ist es noch nicht. Deine Ruhe möchte ich haben. Wohin die uns bringt, sieht man ja. Ich sag nichts mehr. Willst du was trinken? Sag mal, Vater, du hast ja gar nichts gegessen. Was ist denn los mit dir? Kommt dir das so schwer an mit dem Dörrs? Mit dem Dörrs? Nein. Wir sind doch gut versorgt. Was ist es denn? Wir müssen auch. Was auch? Rüber. Es hat ja so kommen müssen. Lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Wir müssen rüber, bevor es zu spät ist. Na, wird schon. Du kannst ja als Rentnerin fahren. Muss nur schnell gehen. Und du? Oh, ich schaff das schon. Über die Bahn oder so. Mach dir keine Sorgen. Bitte die Reisepapiere. Guten Tag. Die Reisepapiere, bitte. Bitte. Ja, schön. Danke. In Ordnung. Gute Reise. Danke. Und da stellen wir doch mal Onkel Karl gelänge die Flucht. Dann ist bei ihm doch alles in Butter. Sie ist schon hier, er kriegt bestimmt eine gute Anstellung, das Vorbild aller aufrechten Demokraten. An Hilfe wird es bestimmt nicht fehlen. Also erstens muss die Flucht gelingen. Und zweitens ist es dann auch nicht so rosig hier. Aber was kann ihm denn hier schon groß passieren? Onkel Karl muss damit rechnen, den Flüchtlingsausweis C nicht zu erhalten. Ausweis C? Was ist das? Das ist der Ausweis für politische Flüchtlinge. Der würde ihm hier eine Anstellung bei der Bundesbahn ermöglichen. Und zwar als Beamter. Dann könnte er praktisch gleich in seinem alten Beruf weitermachen. Das soll nicht gehen? Na ja, mal selbst. Tja, wir gehen davon aus, dass auch die Deutschen in der DDR das, was sie getan haben, vertreten müssen. Es geht dabei nicht um straf- oder zivilrechtliches Verschulden. Es soll nur heißen, Sie müssen für Ihr Verhalten einstehen. Ja, das mag etwas befremdlich klingen, aber der Sinn ist darin zu sehen, dass die Bewohner, soweit wir dazu beitragen können, dazu bewogen werden, nicht zu fliehen. Heißt das, wir hier empfehlen den Menschen in der DDR, dort zu bleiben, wo sie in Verhältnissen leben, die wir doch für uns generell ablehnen? Naja, ich gebe zu, das ist im Einzelfall hart, aber Sie haben recht. Solange im Einzelfall keine besondere Zwangslage gegeben ist, gehen wir von der Erwartung aus, der Bewohner solle seine Heimat nicht verlassen. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, natürlich steht es jedem frei, hierher zu kommen, keine Frage. Das Recht auf Freizügigkeit steht jedem zu. Es geht ja nur darum, ob wir durch zusätzliche gesetzliche Maßnahmen im Rahmen der Flüchtlingshilfe bestimmte Handlungen fördern. Wie sieht es denn nun aus, wenn sich jemand drüben so verhält, wie es nach unseren Vorstellungen sein gutes Recht ist? Ich denke da vor allem an Meinungs- und Informationsfreiheit. Und wenn er dabei gegen bestimmte Vorschriften verstößt, müsste man ihm das hier nicht eigentlich honorieren?
Wir gehen davon aus, dass die Bürger in der DDR die gegebenen Vorschriften so lange befolgen, wie man es ihnen zumuten kann. Und wissen Sie, eine Vorschrift ist nicht deswegen schon unzumutbar, weil sie unseren rechtsstaatlichen Grundsätzen nicht entspricht. Konkret, wenn ein Bediensteter die ihm gegebenen Dienstvorschriften missachtet, so hat er die besonderen Nachteile, in die er durch sein Verhalten gerät, in der Regel selbst zu vertreten. Da Lackmann die ihm obliegenden Dienstpflichten verletzt und gegen Bestimmungen des Strafgesetzes verstoßen hat, hat er die Folgen seiner Handlungsweise selbst zu tragen. Die Anerkennung als politischer Flüchtling ist ihm deshalb zu versagen. Das ist doch absurd. Die ihm obliegende Dienstpflicht, freiheitliche Druckschriften abzugeben, ist doch die Bestimmung eines undemokratischen Regimes. Wie kann man ihn hier im Westen, in einer Demokratie, dafür bestrafen? Ich darf ein höchstinstanzliches Urteil hier zitieren, wonach die Vergünstigung des entsprechenden Flüchtlingsausweises nicht davon abhängig zu machen ist, dass der Betroffene den tatsächlichen unmittelbaren Eintritt einer Bedrohung erst noch bis zu einer jeden Zweifel ausschließenden Bestimmtheit abwarten muss. Ausgezeichnet. Denn was um Gottes Willen hätte denn noch passieren müssen? Machst du auf? Ja. Lackmann? Karl Lackmann? Ja? Wir hätten uns gerne mit Ihnen unterhalten, wenn Sie mitkommen könnten. Ja, aber... Wir erklären Ihnen das schon. Kommen Sie. Mein Kollege wird in der Zwischenzeit hier bleiben. Was ist denn, Karl? Ach, nichts, Mutter. Das heißt... Kommen Sie, wir machen das schon. Ist das die echte Zwangslage, die unsere Richter meinen? Muss erst einer mit einem Bein im Knast stehen, damit er hier Gnade findet? Man würde ja wohl drüben kurzen Prozess mit ihm machen. Wird Karl Lattmann schuldig befunden der staatsfeindlichen Hetze gemäß § 106 Strafgesetzbuch? Also, wenn die Sache so ist, dann kann man unseren Brüdern und Schwestern ja nur raten, bleibt im Lande und nährt euch redlich. Begebt euch nicht in Gefahr. Na, du musst bedenken, dass ja nicht jeder, der von drüben kommt, sich in einer besonderen politischen Zwangslage befindet. Das war ja bei Mutter und mir auch nicht der Fall. Der sogenannte Goldene Westen. In dem ja gar nicht alles so golden ist. Übt eben auch so seine verlockenden Reize aus. Seien wir doch mal ehrlich. Wie recht du hast. Braucht er nur an Hans zu denken. Der ist sicher sehr bald sehr einsam. Da glaubst du, Vater lebt ewig. Gefreiter Stein, wir befohlen zur Stelle. Ich habe eine schlimme Nachricht für Sie, Genosse Stein. Kann ich scheißen. Ich halte das nicht mehr aus. Vielleicht nur Blähungen. Wenn ich den Sani zu fassen krieg. Rizinus. So ein Mist. Jetzt ist alles noch schlimmer. Wir werden in einer halben Stunde abgelöst. Ich hab gleich gesagt, Blinder.
Mann, wenn das durchbricht. Ich brauche einen Arzt. Schnell, wirklich durch. Ich mache kein Theater. Ich muss weg. Es geht nicht. Gegen die Vorschrift. Vorschrift? Soll ich deswegen hier krepieren? Also gut, sollen Ersatz schicken. Das schafft dein Bruder nicht. Ich weiß nicht. Eine Kurzschlussreaktion traue ich ihm schon zu. Die Grenzer wissen wohl am besten, wo die Schwachstellen an den Grenzsperren sind. Auf diese Weise wäre er aber dann doch zu guter Letzt im Trocknen. Nicht unbedingt. Du vergisst, dass wir davon ausgingen, dass er seine Pflicht an der Grenze getan hat und sie zu gut getan hat. Ja, dann bekäme er hier natürlich die Quittung. Dein Onkel bekäme sie, weil er seine Pflicht drüben nicht getan hat. Dein Bruder würde sie bekommen, weil er sie getan hat. Und somit hat sich Hans Stein des Totschlags schuldig gemacht. Was kannst du denn deinem Bruder nun empfehlen? Soll er vorbeischießen? Glaubst du, damit wäre er aus allem heraus? Dort hinten, da läuft er! Stein, schießen Sie. Halt! Stehen bleiben! Schießen, Stein! Schießen! Schießen! Hast du das gesehen? Der Stein hat doch absichtlich daneben geschossen. Haben Sie noch was dazu zu sagen? Hat sich Hans Stein der Verletzung der Dienstvorschriften über die Grenzsicherung nach § 262 Strafgesetz schuldig gemacht? Willst du diese Geschichten weiterspinnen für deine Leser im Sonntagsblättchen?
Ich fürchte, dass meine Leser diese Geschichten gar nicht interessieren. Ich kann dir da leider nicht widersprechen.